Okay, lasst mal da rein. Ich wünsche euch einen schönen guten Abend, wie schon gesagt. Digga, wie ordentlich der aussieht. Also das Krasse ist ja, dass den meisten Content, den ich so in den letzten Jahren von Eti gesehen habe, waren die alten Sachen, weil wir uns ja mal JBB und so gegeben haben. Und der sieht ja einfach aus wie ein normaler Mensch. Also ich meine, ne, der war zur JBB-Zeit, sah er schon aus wie, also das war authentisch mit seinem Image. Die Ereignisse überschlagen sich, meine Freunde. Sie überschlagen sich. Es wird scharf geschossen. Es wird scharf geschossen, Leute. Normal, dieser typische Streambeginn, ne? Erstmal die Leute grüßen. Ich kenn's doch alles, Alter. Let's go. Wollt heute eigentlich ein kleines Päuschen machen. Aber? Aber wir müssen natürlich auf gewisse Dinge heute reagieren. Wir haben, es ist zwar... Ey, irgendwie, ey, das ist voll krass. Er ist so voll ordentlich in seiner Art und Weise, wie er da so, wie er das so moderiert. Ja, also die Ereignisse überschlagen sich, meine Damen und Herren. Wir müssen heute das ein oder andere spektakuläre Ereignis zusammenschauen. Es ist ein Gio-Diss raus, beziehungsweise ein Kiko-Diss von Gio rausgekommen. Stimmt. Was ist eigentlich mit Fia? Seid ihr da up to date? Den mal gefragt, was da so abgeht. Sind die noch cool? Machen die noch ab und zu was zusammen? Oder treffen die sich noch öfter? Weil die waren ja schon dicke, oder? So zur JMC-Zeit und so. Paragraph, ihr wisst schon. Das ist dann doch sehr interessant. Zumal Gio ja gerade Beef mit uns angefangen hat. Quasi. Auf jeden Fall. Vielleicht ist der Gio jetzt in Battle-Laune und hat Bock, Eier zu sehen. Und hä? Ja, schauen wir mal. Vielleicht sind Eier zu sehen? Also ich dachte, Eier zeigen. Oder man zeigt sie sich gegen. Eigentlich ist, ja doch, stimmt. Eigentlich ist Beef sich ja gegenseitig Eier zeigen. Also sieht man sie auch, ne? Wir ja die Nächsten. Vielleicht kommt als Nächstes einfach ein... Stimmt. Kiko. Das ist eigentlich voll frech, ne? Du hast den Beef... Ah, die haben den Beef angefangen. Die haben mich gemobbt für meine Chartplatzierung. Die haben mein Album gemobbt. Und mich... eigentlich war es Mobbing. Für mich ist das kein Beef mehr. Das war 3-1. Die saßen da und haben sich darüber lustig gemacht. Das hat mich auch getroffen. Ich habe das gesehen und denke mir, warum, AT... Und dann noch mit Cashes, du hattest einen Hook gegen den, lachst du da über, was ist mit dir? In dem Moment, wenn so ein Spruch kommt, AT, dann hättest du sagen müssen, hiernach bist du tot, mein Freund. Das hätte ich erwartet. Illoyal. Fortune, Cashes Clay, AT-Diss von Gio. Den Gio-Diss von Kiko habe ich gesehen, den gucken wir uns jetzt aber auch gleich nochmal an. Ah, okay, ach, ergibt sich so komplett das ganze Ding. Damit wir einfach die vollständige Geschichte dahinter verstehen. Okay. Und eventuelle... Konter natürlich auch. Ja, da gibt es nicht so viele. Eigentlich nur die gesamte Runde ist ein Konter, könnte man sagen. Ne? Vor allem das war... Aber wobei, ich guck mal, ich sag's nochmal, ich hab's in der Kiko-Reaction schon gesagt, aber die ist ja noch nicht online. Das Ziel war gar nicht, deswegen war ich auch total überrascht, weil Kiko sagte in seiner Reaction, ja, also Gio hat das Battle gewonnen. Aber das würde ich gar nicht so sagen, weil für mich war das keine wirkliche Battle-Runde. Ich wollte eher so eine Art Reise abliefern. Ich wollte was so abliefern, wo ich wusste, das wird den Kiko... unterhalten, einfach weil es so viele alte Szenen zeigt und es wird auch die Zuschauer, also eigentlich wollte ich unterhalten. Das war so mein Hauptziel. Ich wollte einfach ja, da so ein Projekt abliefern, wo so die Leute nochmal meine Reise sehen und Kikos Reise, mal so ein bisschen in Nostalgie schwelgen und das Ganze halt in so einer lustigen, ja, im weitesten Sinne Battle-Verpackung irgendwie. Ich würde das gar nicht sagen. Ich finde, man kann das gar nicht vergleichen, wer da gewonnen hat. Also man könnte vielleicht sagen, wovon man sich mehr unterhalten gefühlt hat. Aber ich glaube... Battle-technisch ist es wahrscheinlich so ein bisschen wie Dima gegen Jasper oder so, weißt du? Der eine hat halt eine Battle-Runde mit so typischen paar Punchlines drin und der andere hat eher so ein Konzept-Ding, da muss man dann für sich auslegen, wie man will. War ja eine ganze Weile her jetzt schon, ne? Also das war ja schon eine ganze Weile her, das war ja, wann war denn der Kiko, der Gio-Diss von Kiko? Das war ja locker ein halbes Jahr jetzt her. Ist schon so lang? Halbes Jahr? Ich hätte jetzt gedacht 4 Monate, 5 Monate, aber ich weiß es nicht mehr, es kann sein. Komplett aus dem Off, Digga. Also. Weiß auch nicht, wie seine Gärtner. Digga, was schreibt denn der Kerukle da, Alter? Ich fick seine Gärtnerfamilie. Was ist denn er für einer? Und der ist doch VIP bei dem. Digga, was hat der für Leute da? Immer wenn sie auf ihren Narben in dem Spiegel blickt, denkt sie an den Rap, den ihre Gärtnerfamilie kickt. Gute alte Zeiten. Klon eines Niemands. Digga, chill jetzt. Was bringt der die ganzen Lines hoch, Alter? Ja. Was ist mit ihm? Genau, jetzt gucken wir mal, wie ernst die ganze Sache gemeint ist. Wer weiß, vielleicht ist Gio wirklich in Battle-Laune und macht jetzt einfach noch einen... Moin Deluxe, was geht? ...gegen mich und Cashes und Fortune. Twitch-Beef, meine Freunde. Let's go. Ich weiß genau, dein Lieblingslied war Stan. Damals war der kleine Gio so ein riesen Kiko-Fan. Oh.
Okay. Aber guck mal, weißt du, was ich geil finde? Und ich glaube, so ging es vielen. Er hat direkt so ein Grinsen auf der Backen, oder? Und ich kann mir vorstellen, dass vielen so ging. Ah, okay, was ganz anderes kommt da, als man erwartet hat. Und ich glaube, dass vor allem halt Leute, die ja mit dieser VBT-Zeit und JBB-Zeit, mit dieser ganzen Videobattle-Geschichte irgendwie aufgewachsen sind, dass das für die einfach auch ein geiler Nostalgie-Kick ist. Also wahrscheinlich hättest du da jetzt einfach ein Instrumental drunter backen können und es hätte wahrscheinlich trotzdem irgendwie unterhalten, so in gewisser Maßen, dass man sich so gedacht hätte, ah ja, so die alten Zeiten so. Fuck, man, das wird jetzt alles wieder gesperrt im VOD, Mann. Ja. Das wird jetzt alles wieder gestummt wegen den Beats. Aber irgendwie nicht. Warum ist da nichts stumm? Ich verstehe das nicht. Bei Kiko ist stumm. Kann ich wieder nicht. Ich habe nicht die Aufnahme laufen. Kann ich wieder nicht auf YouTube hochladen. Verdammt noch einmal. Lieber Kiko, ich hoffe, dir geht's gut und du hast gerade... Geile Idee, komplett. Zeit ist mir ein bisschen peinlich, dass ich dir so eine Nachricht schreibe. Ich bin der Gio und bin gerade 19 Jahre alt. Gio, mir fällt jetzt erst auf, dass sich das auf deinen Namen reimt. Ich guck momentan das VBT 09 und muss dir sagen, jeden deiner Gegner hast du für mich zu null geschlagen. Auch ich will wissen, wie er am Ende reagiert. Ich warte immer nur auf das Ende irgendwie, weil das so dumm ist mit dieser AI und mit dieser Kiko-Stimme und mit diesem Mord, der einfach so komplett random. Was heißt random, ne? Ich meine, am Ende wird es ein bisschen eingeleitet, aber die Eskalationsstufe ist schon krass in dem Song. Der Song steigert sich so, storytechnisch, und dann so einfach. Und explodiert komplett, Alter. Dieser Sorgenkind wird heftig verlieren. Mit Technik versiert, in Punchlines wirst du ihn exekutieren. Denn man merkt, dass du viel Zeit in deine Technik steckst. Ich feier die Flexfit Cap und fange auch bald an mit Battle Rap. Ich hab's die ganzen letzten Nächte versucht und hoffe, irgendwann kann ich mal so gut battlen wie du. Die letzten Jahre war nicht... Aber ich genieße das. Ich muss wirklich sagen, ich hab bei diesem Kiko-Ding wieder gemerkt, dass ich das einfach auch liebe. Also Reactions machen Spaß, aber es ist ein meilenweiter Unterschied, auf Content zu reagieren oder Content zu machen. Also ich merke es aber auch von den Zuschauern. Also die Wertschätzung ist eine ganz andere. Also wenn ich jetzt eine Reaction mache, die irgendwie durch die Decke geht, weil es vielleicht irgendwie gerade vom Zeitgeist her oder was Aktuelles ist und die Leute interessieren sich dafür. Selbst wenn die Sachen sehr gut geklickt sind, haben die nicht annähernd so viel Likes jetzt. Also ich habe irgendwie vorhin geguckt, da hatte das 1200 oder über 1000 Likes so. Also das passiert bei einer Reaction im Normalfall bei mir nicht. Also, weißt du, also die Wertschätzung, die Kommentare und alles, das ist was, ja, ein ganz anderes Level als so Reactions machen. Und ich merke immer wieder, wenn es dann mal vorkommt und ich so wirklich Content mache, dass ich das schon immer sehr feier und sehr, dass es schon Spaß macht. Du haben ziemlich meinen Kopf gefickt. Ich will nur, dass du weißt, dass du mit deiner Mucke Hoffnung gibst. Auch wenn ich keine Antwort krieg, bin ich nicht böse, denn ich weiß, du bist beschäftigt. In Liebe, dein größter Fan. Aber ey, sag mal jetzt ehrlich, Kiko ohne Cap ist auch wild. Ich habe das erst wirklich beim Schneiden gemerkt, also als ich das Video gecuttet habe, wie oft es Szenen gab, in denen man Kiko ohne Cap gesehen hat. Ich konnte mich daran gar nicht mehr erinnern. Und das ist schon irgendwie ein anderer Mensch, ne? Aber das ist, glaube ich, normal. Also wenn Leute immer Cap tragen, ne, wenn die da mal keine Cap aufhaben, dann wirkt es ganz komisch. Das ist, glaube ich, so ein bisschen, wenn ich jetzt meine Brille absetzen würde. Ich meine, ihr kennt mich alle ohne Brille durch die ganzen JBB-Sachen. Aber selbst jetzt wäre es wahrscheinlich ungewohnt für viele. Aber ganz kurz noch, man muss aber auch sagen, ne, der Beat ist halt auch zeitlos, oder? Also es kann doch keinen Menschen geben, der den nicht feiert. Oder der den scheiße findet. Also ich finde den... Der geht immer fit so. Man kann sich das immer geben. Damit hat man natürlich eigentlich schon so ein, ist ein Glücksfall einfach, ne? Weil du so im Grunde, selbst wenn die Parts halt voll kacke sind, so der Beat und die Hook ist trotzdem geil. Echt? Du feierst den? Digga, ich fühle den voll. Aber es ging mir früher schon so. Ich mag den Beat voll. Aber da geht ja 7 Minuten. Ich denke, da kommt noch was, ne? Also das wird jetzt nicht nur... Vielleicht ist es ja wirklich nur als Dings, nee, da muss noch was kommen. Ja, da kommt noch was. Oh Mann. Oh, Digga. Bis jetzt waren es ja nur ein bisschen Komplimente mit ein bisschen Augenzwinkern, ne? Ja, aber das würde ich sagen, bleibt im Großen und Ganzen auch so, oder? Bis aufs Ende. Vielleicht könnte man diese Julien-Geschichte, in der ich so heule, noch ein bisschen als mehr Stichelei im Hintergrund empfinden. Aber ja, man muss schon sagen, also im Großen und Ganzen ist es keine Punchline-starke Runde. So. Okay.
So viel ist in den Jahren passiert. Ich hab die Flexfit gekauft und mir die Haare rasiert. Bin jetzt auch im VBT. Ja, ich weiß, heute bettelt jeder. Doch vielleicht hast du's gesehen, Ismatics war mein letzter Gegner. Deine Mucke hat geholfen in der schwersten Zeit. Weißt du, was ich auch sagen muss, was mir, finde ich, echt gut gelungen ist? Ja, ich weiß, Selbstbeweihräucherung immer kacke, aber ich finde, dieser Erzählstil ist halt voll, so dieses Sido-Ding so ein bisschen, weißt du? So dieser Sido-Film, es erinnert mich irgendwie mal so ein bisschen an Sido, also so dieses, ey, ich erzähl dir meine Geschichte oder so, ich rap das nicht so wie, ne, so ich rap meine Bars runter, sondern als würde ich dir was erzählen, das ist, finde ich, echt gut gelungen in dem Ding. Heute stehe ich hier und hab meinen ersten Hype. Natürlich check ich trotzdem jedes deiner Battles ab und hab gemerkt, dass du jetzt sein auf böse und gefährlich. Ich ahne, wohin das geht, ne? Er denkt, ich sag dir ehrlich, er denkt, ich werde zum Hater oder so. Ne? Aber das wäre viel zu nah an Koro gewesen damals. So das, deswegen hätte ich das nie gemacht. Wenn das jetzt so Jahr für Jahr weitergeht, das könnte geil werden. Kusskretz. Das hat mich inspiriert, denn du bist mein Gott. Ich hab gesehen, du machst jetzt mit bei diesem Julians Blog. Der ist mir zwar nicht sympathisch, doch mit dir zieh ich mir alles rein. Ich weiß noch nicht genau, doch ich glaub, ich reiß ne Quali ein. Was soll schon passieren? Mann, ich reiß an jeden Ort für dich. Bis jetzt lief immer alles gut, seitdem du mein Vorbild bist. Auch wenn ich keine Antwort krieg, bin ich nicht böse, Video, denn ich weiß, Alter. Du bist beschäftigt. Oh, hey, Junge. Liebe, dein größter Fan. Hält das direkt? Ich guck grad, okay, er trinkt. Habt ihr es direkt gecheckt? Also ich bin davon ausgegangen, dass das so eine einprägsame Szene ist, dass alle direkt wissen, ah, okay, jetzt kommt das. Ich bin's wieder, gerade ist alles scheiße hier. Ich kann's nicht verstehen, warum ist Julian so gemein zu dir? Was ist mit dem los? Ich mein, was denkt er sich denn? Er kann dich doch nicht vor all den Leuten eine Fame-Hure nennen. Auf den Bildern willst du... Ich hab keine Ahnung, wo ich das Video hab, Frost. Ich hab, wir haben es, glaube ich, einfach von YouTube geladen. Und kann sogar sein, dass es von deinem Kanal war. Wie gefährlich du bist. Doch ich kann in deinen Augen sehen, wie sehr es dich trifft. Bitte gib nicht auf und lass dich nicht ficken von dem Dude. Ich glaub weiterhin an dich. Du wirst schon wissen, was du tust. Auch wenn alle haten, du weißt weiterhin, auf wen du zählen kannst. Ich hab einen Schwur geschworen und er hält dein Leben lang. Nein, ich kann nicht glücklich sein, solange du am Leiden bist. Das heißt, ich nehme es in die Hand und sorge für ein Gleichgewicht. Das fand ich voll krass, diese Stelle. Weil ich hab mir gedacht, ich brauche irgendwie die Transition. Die ist ein bisschen hastig auch. Warum ich quasi dann im nächsten Part... Ich fand einfach die Idee lustig, dass ich SpongeBoss die Bilder geschickt habe. Fand ich einfach so, für die Leute, die das damals gesehen haben und wussten, okay, anscheinend hat Spongy die von irgendeinem Unbekannten bekommen. Ich fand es einfach einen lustigen Gedankengang. So, am Ende war ich selbst aus dem Grund. Und deswegen war der Twist hier halt, okay, du wurdest da gehatet, ich fühle mich so verbunden mit dir. Ich will durch das gleiche Leid gehen wie du sozusagen. Ne? Und deswegen sage ich ja da so, ne, ich sorge für ein Gleichgewicht und sorge dafür, dass die Leute mich auch hassen. Da habe ich mir gedacht, okay, das werden viele, glaube ich, beim ersten Mal gar nicht so richtig peilen, weil es, da müsste man jetzt genau hinhören halt, ne, und dieser Story so genau folgen. Und, aber das hat Kiko voll, also so direkt gecheckt. So, da habe ich, da war ich ein bisschen, da habe ich gedacht, krass, hätte ich gar nicht gedacht. Vielleicht hast du Schizophrenie und so, genau. Das macht's auch noch lustig. Ja, das macht's noch lustiger, ja. Genau, ja, genau, das macht's ja noch lustiger. Und deswegen fand ich das eine lustige Idee. Aber das musste ich halt irgendwie einleiten, weil hätte ich jetzt im nächsten Part einfach gesagt, ey, ich habe Spongy die Bilder selbst geschickt, ja, warum sollte ich das tun? Weißt du, also musste ich so ein bisschen, habe ich es einfach damit verbunden, okay, Kiko hasst Julian, mach dich fertig, du gehst gerade durch die übelste Hatewelle. Ey, ich werde dafür sorgen, dass ich durch das Gleiche gehe, weil wir sind miteinander verbunden und ne, so obsessiver Fan halt mäßig so. Ein bisschen Zeit und dann hassen mich die Leute. Ich hoffe, du begreifst dann, was du mir bedeutest. Auch wenn ich keine Antwort krieg, bin ich dir nicht böse, denn ich weiß, du bist beschäftigt. Ich liebe dein größter Fan. Ist das geil. Aber ja, feiert. Ich fühl's komplett. Ja, aber geil. Ey, ich sag euch, guck mal, ganz, ganz ehrlich, ich war mir unsicher, weil, also wie das ankommen wird, weil mein Gedanke war halt, okay, die Leute erwarten den JBB-Gio wahrscheinlich, weil ich habe das ja auch so ein bisschen angekündigt in der ein oder anderen Reaction, so ein bisschen aus Spaß, ne, so ein bisschen gestochen und gemeint so, ah, ich zerstöre dich und so. Und mein Gedanke war halt, okay, da sind vielleicht einige Leute enttäuscht, dass es halt in eine ganz andere Richtung geht. Und die Sache ist halt, dass so dieser ganze, das ganze Ding natürlich...
auch speziell ist, ne, wenn ich dann so heulend rappe und so. Also ich kann mir vorstellen, dass es auch Leute gibt, die das unangenehm empfinden, ja, einfach vom Humorlevel. Und ich konnte halt nicht einschätzen, wie da die Überschneidung ist. Also ob die meisten so da das so ähnlich unterhaltsam finden wie ich, als ich es geschrieben habe und mir in meiner Vorstellung ausgedacht habe. Oder ob andere, ob das bei anderen Leuten anders ankommt. Aber es hat mich voll gefreut, dass so der große Teil das cool fand. Ich hab dir was versprochen und es war gemacht. Ich hab die letzten Wochen nur mit Fotos. Warte, was für ein Jahr ist das jetzt? War da keine Einblendung? Doch, nee, ja, ne? 2013. Ah, doch, 13. Okay, weil er macht richtig wie so eine Doku, Alter. Welches Jahr, Dicker? Welches Jahr? Uhrzeit? Er ist richtig drin, Alter. Also, wenn du so viel Arbeit hier machst und nochmal zurückscrollst, um das Jahr herauszufinden, dann merkst du, da ist jemand dabei, oder? Nur mit Photoshop den Tag. Ich hab dir was versprochen und es war gemacht. Ich hab die letzten Wochen nur mit Photoshop den Tag verbracht. In dem Battle gegen SpongeBob hast du's nicht geblickt. Die gefälschten Nazi-Demo-Fotos, die hab ich geschickt. Und das nur um dir ein kleines bisschen. Geil! Die gefälschten. Ja, ich finde einfach, das hat halt eine geile Ebene einfach. Also gerade für die Leute, die das damals alle mitbekommen haben, so. Einfach funny. Nazi-Demo-Fotos, die. Ist nice, dass wir gerade gestern noch geguckt haben, ne? Und heute das so aufgegriffen. Ah, scheiße, ich weiß gar nicht, wovon er redet. Hat sich da das Battle von Spongy reingezogen oder was meint er da? Hammer. In dem Battle gegen SpongeBob hast du es nicht geblickt? Die gefälschten Nazi-Demo-Fotos. Weißt du, wie skurril das war, das zu drehen? Dieses Bild zu suchen? Mein Gesicht da selbst reinzuschieben? Das war geisteskrank, Digga. Das war richtig komisch. Ich geschickt. Und das nur, um dir ein kleines bisschen nah zu sein. Das hättest du nicht gedacht. Da fällt dir gar nichts ein. Ich hab da jemand kennengelernt, der jemand kennt. Und dieser jemand kennt jemand, der wiederum jemanden kennt. Und der lebt wohl in Hamburg, irgendwo neben einem roten Boot. Und hab dadurch bei Zufall rausgefunden, wo du wohnst. Ich glaube, das hier ist somit die kritischste Stelle. Weil das ist die, in der passiert jetzt nicht viel. Also so, weil am Anfang kommt diese Sponsor, die ist funny. Und dann kommt diese, ich weiß, wo du wohnst, aber die baut halt auf den nächsten Part auf. Und die ist so ein bisschen kritisch, weil nicht so viel passiert. Da kommt es keine besonders lustige Line mehr oder so. Das war ich mir nicht sicher, also hab ich nachgeschaut. Auf dem Klingelschild stand dann tatsächlich auch dein Name drauf. Ich wollte nicht klingeln, weil ich dachte, vielleicht nervt dich das. Doch melde dich jederzeit, falls du was auf dem Herzen hast. Auch wenn ich keine Antwort krieg, bin ich nicht böse, denn ich weiß, du bist beschäftigt. In Liebe, dein Okay, aber das Video haut's wieder raus. Die rote Mondline war ein bisschen zweckig. Ja, meine Güte, passt schon. Oh, großer Sprung jetzt, 10 Jahre später. Ja, ey, ich sag dir ehrlich, im Kopf hätte ich noch so viel mehr Parts gehabt, aber ja, Bro, das war schon viel zu lang. Also eigentlich war ich schon im Überlegen, ob ich eins kürze oder so. Ja, ist natürlich sehr lang, 7 Minuten, gerade in der heutigen Zeit. Die Leute haben nicht mehr so eine krasse Aufmerksamkeitsspanne in so einer TikTok-Generation und so. Ey, was spoilert er sich? Habt ihr gesehen? Er hat vorgespult, der Dreckige. Der Fan. Guck mal, er kann sich abwarten. Was ist mit ihm? Oh, großer Sprung jetzt, 10 Jahre später. Wie romantisch. Ah, Junge, Alter. Lieber Kiko, ich hab deinen Diss gehört und will dir sagen, ab der 4. Line begann mein Herz wie wild zu schlagen. Du hast es als Diss getan, doch die Wahrheit ist, zwischen den Zeilen kann ich lesen, dass du mir nah sein willst. Du bist derjenige, der stets an meiner Seite war. Jetzt steh ich vor deiner Tür und du bist zum Greifen nah. Ich lass die Klinge läuten, Das ist so dumm, Digga. Wieso lache ich mich immer wieder selber tot über diese Stelle, Alter? Oh nein, Alter. Ah. Dieses Ende ist zu wild. Deine Schritte hören, die Türe öffnet sich und plötzlich stehst du da, ich kann dir in die Augen sehen. Alters. Wie oft hab ich davon geträumt, sei. Bro, hat er das mit. Das hat er mit KI gemacht, ne? Und plötzlich stehst du da, ich. Ja. Kann dir in die Augen sehen, wie oft hab ich davon geträumt seit dem VBT. Ich kann sehen, wie deine Lippen sich bewegen, doch unterbreche dich. Du bist mein Mittelpunkt im Leben. Ich hab jahrelang gewartet auf diesen Moment, von diesem Tag an. Das ist halt so geil, ne, dass man heutzutage sowas so easy macht. Ey, aber ganz ehrlich, stell dir vor, das hätt's zur VBT der JBB-Zeit gegeben.
Alter, wäre das schlimm geworden. Stellt euch vor, künstliche Intelligenz im JBB, Dicker. Alter, das wäre komplette, also dann wäre wirklich, oh, und wir hätten auch so viele wacke Runden bekommen. Also wack, also schlecht gealterte, glaube ich. So viele Runden, in der Leuten, in den Leute irgendwie was mit den Gesichtern der Gegner gemacht hätten und so. Alter Schwede. Oder Spongy dann mit seinen, Alter. Kann, so früher hat man für sowas immer Doubles gebraucht. Heute kannst du das einfach ganz easy mit KI machen, Digga. Hammer. OBT, ich kann sehen, wie deine Lippen sich bewegen. Doch unterbreche mich, du bist mein Mittelpunkt. Ich finde die Stelle finde ich aber auch so geil. Wie Kiko so guckt, so. Jahrelang gewartet auf diesen Moment. Von diesem Tag an kann uns niemand mehr trennen. Alter Gio, komm mal runter, was ist los mit dir? Hör bitte auf zu schreien, du machst mir Angst. Geht nicht in diesem Ton mit mir. Digga, ist das gut. Ich kann nicht anders, Kiko, hör mir einfach zu. Ey, aber geil, dass das feiert, Mann. Das macht mir gerade voll Spaß, das zuzugucken. Und wie gesagt, Mann, in solchen Situationen merke ich immer wieder, Mann, Digga, du musst mehr machen, Gio. Du musst einfach mehr machen, weil das macht einfach Spaß zu sehen, wie du anderen Freude bereiten kannst oder wie du anderen, Mann, oder berühren kannst mit irgendwie einem Song oder was auch immer, ne? Wie du in anderen irgendwelche Emotionen hervorrufen kannst. So mit dem, was, weil am Ende sind es ja immer Sachen, du sitzt in deinem Zimmer und du denkst dir die in deinem Kopf aus und schaffst es damit halt irgendwie Gefühle auszulösen in anderen Menschen. Das ist schon immer schön. Was ist das? Aber, also, wie er sich freut, also er fühlt es auf jeden Fall voll. Hör bitte auf zu schreien, du machst mir Angst, geht nicht in diesem Ton mit mir. Digga, ist das gut. Ich kann nicht anders, Kiko, hör mir einfach zu. Seit ich denken kann, wollte ich immer nur so sein wie du. Mein ganzer Lebenssinn dreht sich nur um dich. Gio, stopp, hör auf, du bist okay, so wie du bist. Vielleicht geht's dir gerade schlecht und du weißt nicht weiter. Doch ich glaub, du hast dich da an etwas reingesteigert. Nein, was sagst du da, Kiko, hör auf so einen Scheiß zu reden, du gehörst zu mir. Ohne dich kann ich nicht weiterleben. Das muss ein Ende haben. Ja, vielleicht hast du recht. What the fuck, Gio, stopp, bitte pack die Waffe weg. Es tut mir leid, ich hoffe, du bist mir nicht böse, Mann, denn gleich sind wir vereint in Liebe, dein größter Fan. Da wurde der Gio eskaliert. Das ändert sich, ist auch so übertrieben, Alter. Oh, Junge. Oh, Digga. Alter, Dicker. Ist das geil. Ey, hätte ich jetzt nicht erwartet. So ein Riesenprojekt. Ja gut, 7 Minuten. Doch, es war schon klar, dass da jetzt was Krasses kommen muss. Ist es nice. Vor allem, Kiko hat ja so einen 2-Minuten-Spaß-Track gemacht und... Ey, aber jetzt ohne Witz. Falls Leute denken, ich habe mich da jetzt so diese ganzen 4-5 Monate vorbereitet. Gar nicht. Der Song, der war fertig, bevor ich krank wurde. Also bevor diese lange Pause war. Ich glaube im November. Müsste ich nochmal gucken. Aber ich glaube November rum müsste es gewesen sein. Anfang November, Ende Oktober, glaube ich. Da war die ganze Audio schon fertig. Ich habe daran gar nichts mehr gemacht. Ich habe nur das Video einen Tag vorher angefangen. Also bevor es veröffentlicht wurde. Jetzt kommt Gio einfach hier mit so einem Kunstwerk um die Ecke. Also ich finde es komplett geil. Ja, ja, freut sehr, mich. Sehr, sehr nice. Und jetzt... Antwort von Kiko vielleicht? Oh nein, das wird so eine ewige Kette, die nicht mehr aufhört, ne? Nochmal? Ja, ich glaube, ich habe es öfter auch im Stream gesagt, genau. Ich habe öfter im Stream gesagt, so, ja, ich habe eine Skizze hier liegen. Lustigerweise war das die Skizze insofern, dass ich noch nicht wusste, ob es so bleibt oder ob man noch was ändert oder ob noch ein Part dazukommt oder ein Part wieder rausgeht. Genau. So richtig VBT-Revival, ja, das wäre nice, Mann. Ja, das war, weil der Harry gerade schreibt, der Text wirkt für deine Verhältnisse sogar ein bisschen hingekackt. Ja, das war natürlich jetzt kein... Text, bei dem du technisch versucht hast, ein neues Level zu erreichen. Es ging eher darum, eine Story zu vermitteln. Und gerade wenn es in so eine Storyteller-Richtung geht, da kann man auch ein bisschen auf Reime und so. Also ich finde, es ist für die Story immer noch technisch voll okay so und teilweise auch ganz gut. Aber ja, natürlich lebt es jetzt nicht unbedingt von der Technik. Richtigen Beef, Digga. Ich glaube, ich will auch Beef mit Gio, Digga. Ich glaube, ich mache jetzt einfach ein bisschen Fitner, Digga. Ich lege mich jetzt einfach mit Gio an, obwohl ich gar nichts gegen den Hass. Okay. Einfach so random, Alter. Gio, du Ekliger. Ja, ich mag den. Aber ich lege mich jetzt einfach mit dem an, ich will, dass der mich auch disst. Er will auch so einen Liebesbrief haben. Aber AT ist halt wirklich so, ne? Ich habe mit AT irgendwie, also wir hatten jetzt nie so sonderlich viel Kontakt, würde ich sagen. Wir waren jetzt nie beste Freunde. Aber man hatte so eine Weile halt auf jeden Fall immer mal wieder geschrieben irgendwie. In dieser JBB-Zeit, ne? Da gab es halt so Leute, mit denen kamst du besser klar und Leute, mit denen kamst du nicht klar oder weniger. Klar, ja, und AT gehört auf jeden Fall zu den Leuten, mit denen ich auf jeden Fall gut klarkam. Immer ein sympathischer Dude. Wir haben uns auch mal getroffen. Wir hatten, weiß nicht, ob er sich daran noch erinnern kann, aber wir hatten mal, ich glaube, das war mit AT, doch?
Und mit vier, glaube ich, auch. Haben wir so ein Fantreffen gemacht in Berlin. So ein Community-Treffen, keine Ahnung. Ne? Und dann war glaube ich, 84 ich. Ich glaube, irgendjemand war noch dabei, aber ich weiß den Namen gerade nicht oder kann mich gerade nicht mehr erinnern. Und da haben wir in Berlin uns halt getroffen und ein paar Fotos gemacht mit ein paar Leuten, und die da halt kommen wollten. Ja, da habe ich ihn auch mal gesehen. Weiß gar nicht, ob ich ihn noch mal irgendwo gesehen habe auf irgendeinem Event oder so. Aber ich glaube nicht. Wie wär's, Leute? Ach, Ace war da. Ah, Ace. Ach, stimmt. Ja, der Name ist, genau deswegen ist mir der Name entfallen. Weil das jetzt jemand war, der im JBB da eher eine ganz kurze Rolle gespielt hat. Hm? Stimmt. Nee, aber hat Spaß gemacht. Einfach ein bisschen Geo-fronten, Digga. Wir machen uns jetzt drüber lustig, dass Geo nie Top 50 in den Charts war. Ey, das müssen wir noch mal überprüfen. Wir haben doch letztens geguckt. War das nicht 44? Oder war das, weil irgendjemand meinte dann nur Hip-Hop-Charts. Bin mir aber gar nicht, also weiß ich gar nicht. Weil mir persönlich das auch nicht so wichtig ist. Ich finde, es gibt andere Qualitäten, auf die man sich in seinem Leben berufen sollte. Ja? Zum Beispiel ein guter Vater sein. Ja? Stolz sein auf seinen Charakter. Persönliche Werte vertreten, die man im Leben auch umsetzt, AT. Es gibt weitaus wichtigere Sachen als solche Oberflächlichkeiten. Bis er mich disst. Das wäre nice, Digga. Einfach ein bisschen, einfach um der alten Zeiten willen. Sonst hätte ich ihn ja im offizielle deutsche Chartseite steht 46 der 48. Ja, sag ich doch. Also bin ich doch Top 50. Ich glaube auch in dem Video, also in dem, als sie so ein paar Witze gemacht haben, was glaube ich, oder diesen einen Witz gemacht haben, da ging es glaube ich eben darum, dass ich nur Top 50 war. Ich glaube, AT hat sich das irgendwie falsch gemerkt oder so. B14 eh auch battlen müssen, wenn ich nicht gegen Laska verloren hätte. Ja, das kann sogar sein. Digga, du hast gegen Laska verloren, Digga. Ach, komm. Ja, Kuss. JBB, genau. React ist ja eh bald wieder auf eine Runde von ihm. Ja, genau, gute Idee. Ja, okay, da kommen dann die Stiche. Vielleicht checken wir das mal aus. Müssen wir mal gucken. Wir tun einfach so, als wäre die Runde komplett scheiße, Digga. Gio komplett wack, Digga. Ey, wie gemein, Alter. Sei doch nicht so. Ich war immer lieb, Mann. Ich hab so viele AT-Runden geguckt und immer Liebe gehabt. Immer Liebe gehabt. Mach nicht den. Einfach Gios Chartplatzierung mit Lachsmiley. Digga, das ist hart, Alter. Das ist hart. Aber das ist so richtig, das wäre so der heutige Zeitgeist von Beefs, oder? Könnte man sich vorstellen, wie Manuelsen von Rapper XY so die Chartplatzierung mit Lachsmileys postet. Oder ein Flair. Wäre so komplett 2024. Also es wäre nicht, eigentlich wäre es voll dem Zeitgeist entsprechend, Alter. Was, Live-Battle, Gio? Ach, live gegen AT? Ah, nee, ich glaube, da würde ich echt den Kürzeren ziehen. AT ist wirklich gut. Also AT ist, der war ja auch im JBB immer sehr stabil, aber der ist live auch sehr gut. Und auch sehr erfahren mittlerweile. Der hat ja schon einige Runden gehabt, glaube ich, ne? Hat er denn schon einige Battles da? Ich glaube schon. Ja, schick mir jemand einen Screenshot, ich mach das. Was? Digga, Mann, ich muss gucken, ob er es wirklich gemacht hat. Er macht bestimmt Spaß, oder? Aber ich hätte es ja gemerkt. Außer er hat mich nicht verlinkt. Stell dir vor, er hat einfach gepostet, Digga. Warte, ich guck gerade. Nee, hat er nicht. Okay. Wäre aber lustig gewesen. Gio ist King of Hall of Shame. Digga, Puma schreibt, ja, Mann, Gio hätte eigentlich in die Hall of Shame gemusst. Der ist hier, Puma. Puma, komm mal ran, Digga. Komm mal ran. Du schreibst jetzt so eine 10-sätzige Entschuldigung hier rein, Alter. Ja, gut, war ein Kappa dahinter, ist okay. Digga. Safe. Okay. Nein, aber cool. Hat mich gefreut, dass es dem AT gefallen hat. Kuss geht raus, außer er wird gemein, dann bin ich auch gemein. Dann suche ich mir, dann werde ich einfach jedes Single auseinandernehmen und mobben. Kuss.